Auf Einladung der EU-Abgeordneten Karin Kadenbach fand eine Informationsreise statt, die auch Erkenntnisse für die eigene Region brachte. Den folgenden Beitrag widmet Ihnen die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Straßburg, die französische Grenzstadt im Elsass, gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Nicht zuletzt wegen dem Wahrzeichen der Stadt, dem berühmten Straßburger Münster, das 2015 sein 1000-jähriges Jubiläum feierte. Ebenso schön der Münsterplatz davor, ein Marktplatz, der durch zahlreiche malerische Fachwerkhäuser besticht und diverse Einkaufsmöglichkeiten bietet. Grund der Studienreise nach Straßburg mit den Gemeindevertretern aus Schwechat und Umgebung war aber natürlich nicht die malerische Stadt an der Grenze zu Deutschland, sondern die Institutionen der Europäischen Union, die sich dort befinden. Zum einen wurde der Sitz des Europarates besucht. Seit der Gründung am 5. Mai 1949 wird dort über allgemeine europäische Fragen debattiert. Die Teilnehmer der Studienreise besichtigten unter anderem den Plenarsaal und lauschten anschließend einem interessanten Bericht über die Rolle des Europarats in der politischen Landschaft Europas. Ein weiteres Ziel der Reise war der deutsch-französische Fernsehsender Arte, wo die Fernsehstudios besichtigt wurden. Danach folgte ein informatives Referat über die aktuelle Arbeit des Senders, welches mit einer ausführlichen Diskussion endete. Der absolute Höhepunkt für alle Teilnehmer war aber der Besuch des Europäischen Parlaments. Seit 1979 wird es alle 5 Jahre in allgemeinen, unmittelbaren, freien, geheimen, aber nicht gleichen Europawahlen von den Bürgern der EU gewählt. Damit ist das Europäische Parlament nicht nur das einzig direkt gewählte Organ der Europäischen Union, sondern die einzig direkt gewählte supranationale Institution weltweit. Der Zweck unserer Reise ins Europaparlament nach Straßburg ist, die Entscheidungsprozesse, die hier ablaufen, näher kennenzulernen. Oftmals meinen die Menschen in Österreich, das sind die Bürokraten, das kommt alles aus Brüssel, aus Straßburg. Die Entscheidungen sind teilweise auch nicht nachvollziehbar, wenn man nicht weiß, wie sie zustande kommen. Und hier, wenn man vor Ort ist, merkt man, wie schwierig oft Entscheidungen zu treffen sind. Es müssen 28 Länderinteressen, also Staatsinteressen wahrgenommen werden, aber auch jene der politischen Gruppierungen müssen einfließen. Das heißt, bis wirklich so eine Entscheidung zustande gekommen, da gibt es schon sehr viele Prozesse, die da durchlaufen werden müssen. Und wenn man hier vor Ort ist, kriegt man das erst so richtig mit. Im Gegensatz zu dem, was oft missverstanden wird, ist Europapolitik keine Außenpolitik, sondern ein ganz wesentlicher Teil der Innenpolitik. Und da ist es auch notwendig, dass die, die in den Gemeinden im Land verantwortlich sind, diese europäische Politik mitgestalten. Und das geht am besten, wenn sie auch das Verständnis dafür entwickeln. Und diese Besuchstage, diese Studienreisen nach Brüssel oder Straßburg tragen hier wesentlich für dieses Verständnis bei. EU-Abgeordnete Karin Kadenbach erzählte von ihren Aufgaben im Europäischen Parlament und gab den Studienreisenden einen Einblick in die aktuellen Themen, allen voran die Abschaffung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Wie kann man sich ein Leben als EU-Abgeordnete eigentlich so vorstellen? Spannendes Leben, weil einfach tagtäglich neue Eindrücke, neue Herausforderungen sind und wir aber immer die Möglichkeit haben, Probleme, aber auch Lösungen aus vielerlei Sicht zu betrachten. Ich arbeite in der Fraktion mit Kolleginnen und Kollegen aus allen 28 Mitgliedstaaten. Wir haben auch parteienübergreifende Gespräche, wo man Probleme vielleicht manchmal differenzierter sieht als zu Hause und so können wir gemeinsam, meiner Meinung nach, sehr gut sachorientiert arbeiten. Im imposanten Plenarsaal des Europäischen Parlaments konnten die Teilnehmer noch interessanten Wortmeldungen zum Tagesordnungspunkt MeToo folgen.
Mit einer romantischen Bootsfahrt endete schließlich die Studienreise der Gemeindevertreter aus Schwechat und Umgebung. Straßburg ist eben immer eine Reise wert.